Hallo, ich bin James, James der Gärtner, und heute werde ich Herbstlaub verwerten. Verwerten Sie Herbstlaub mit. Tja. Herbstlaub, Herbstlaub, wussten Sie es? Ich wusste es nicht. Aber scheinbar die größte Bedrohung für die innere Sicherheit in der Bundesrepublik kommt nicht von Terroristen oder Extremisten, egal welche Farbe. Es kommt tatsächlich vom Herbstlaub, und ich kann das sehr gut verstehen. Hier haben wir Herbstlaub, und jedes Jahr, es ist das gleiche Problem. Es muss weg. Herbstlaub muss weg aus der Welt getilgt werden. Und viele Leute schmeißen es einfach weg. Und das finde ich schade, weil Herbstlaub ist sehr wertvoll. Herbstlaub ist im Grunde ein Geschenk. Ein Geschenk der Natur. Und solche Sachen sollten wir nicht so leicht hergeben. Und was ich hier jetzt mache, das habe ich seit Jahren gemacht, bei mir zu Hause und in den Gärten, wo ich gearbeitet habe. Manchmal ist es gut angekommen, manchmal nicht so gut angekommen, weil es stoßt gegen der Ordnung. Wissen Sie, Ordnung muss immer sein. So, jetzt habe ich einen Haufen. Jetzt gehe ich hier rüber. So. Also, diejenigen, die sich mit Rasenmäher auseinandergesetzt haben, werden sofort erkennen, dass das kein normaler Rasenmäher ist. Das ist eins von diesen englischen Errungenschaften, die sonst niemand in der Welt beachtet. Das ist ein Flymow, oder zu Deutsch ein Flümo. Flümo, Flümo, Flümo. Und das Besondere an diese besonders energiesparsame Rasenmäher ist, er hat keine Räder. Ach, hallo Kasper, guten Morgen. Der Flümel funktioniert so, auf dem gleichen Prinzip wie ein Luftkissenboot. Das ist noch eine fantastische britische Erfindung, die auch keine interessiert. Und ich hatte sowas als Kind. Meine Eltern hatten eins, und der Nachbarsohn hatte eins sogar mit Benzinmotor. Und scheinbar wurden diese Dinge erfunden in den Spät-60er Jahren. Irgendein Kerl hat einen ganz normalen Rasenmähermotor auf einen Mülleimerdeckel montiert und fand das so toll. Und dann ist es in die Serienproduktion gegangen. Und wir sind als Familie Mitte der 80er Jahre durch ganz Frankreich auf so einem Rasenmäher gefahren. Also ganz günstiger Urlaub kann man machen. So. Und hoffentlich wird er dieses Laub für mich zusammenschneiden. Mit deutschem Strom eingesteckt. Jetzt sind wir flugbereit. So, ich schalte das Ding an. Erstmal die Zündung. Und jetzt los geht's. Hört sich nicht gut an, aber der deutsche Strom wird die englische Rasenmäher durch das Laub führen. Ja, wir haben das bald. So, das war der erste Flug. Ich tue das ein bisschen zusammenrechnen, aber Sie sehen, dass schon jetzt das Volumen des Laubes sich deutlich verringert hat. Und das ist ein Grund, warum ich das mache, weil wenn das Laub zusammengehäckselt ist, dann brauche ich wenige Schubkarren oder Körbe hin und her fahren oder tragen, um das Laub zu entsorgen. So, dann machen wir den zweiten Flug mit dem Flümel. Flümel, Flümel. So. Oh. Oh, ja. Oh, jetzt fliegt er. Jetzt fliegt er. Fantastisch.
Ja. Ah, Rule Britannia. So, jetzt haben wir, schauen Sie hier, das ist, das nenne ich Espresso-Laub. Wir haben die Körnung von Espresso-Laub erreicht und das ist perfekt. So, jetzt müssen wir das nur zusammenrechnen und abtransportieren. So, nochmal den Rechen und so sehen Sie, plötzlich, nach all den Jahren, macht Herbstlaub beseitigen Spaß. Und das, was übrig bleibt, wird von den Regenwürmern hier auf dem Rasen reingezogen und kommt dem Boden hier zugute. So, was machen wir mit diesem Laub? Warum bin ich so scharf auf Herbstlaub? Also, das ist organisches Material. Das ist genau, was jeder Gartenboden braucht. Im Gemüsegarten, im Blumenbeet, Staudenrabatte, ist egal. Man muss organisches Material ins Beet bringen. Und Herbstlaub ist umsonst, oder besser gesagt, sie haben es schon bezahlt, weil sie haben den Baum gekauft. Und jedes Jahr schmeißt der Baum wunderbare Laub auf den Boden. Das können Sie verwenden in Ihrem Garten. So, jetzt möchte ich dieses Laub auf meinem Beet aufbringen. Also, und jetzt geht's zum Beet. Ach, wie der Weihnachtsmann. Wahnsinn. So. Wir haben hier ein abgeräumtes Beet und es ist immer wichtig im Winter, dass die Erde nie nackt bleibt. Am liebsten bei den Staudenbeeten hinten, wir lassen viele Sachen stehen über den Winter, dass die Erde nie nackt ist. Aber wenn Sie ein Gemüsebeet zum Beispiel im Herbst abgeräumt haben oder im Frühjahr, Sie werden ein Beet neu bepflanzen und im Winter steht es nackt so, dann sollten Sie die Erde abdecken. Und unser Laub wäre perfekt. So, ich verteile das ein bisschen. Und dann, wenn man ein Staudenbeet hat zum Beispiel, man hat ein paar Sachen runtergeschnitten, ein paar Sachen stehen gelassen, man hat immer ein paar Lücken zwischen den Pflanzen, dann Herbstlaub dazwischen gestreut und dann hat man das Laub versorgt. Man verliert nichts aus dem Garten. Das organische Substanz bleibt in dem Garten. Natürlich, Sie können sagen, ja, James, da kommt dann ein Wind und bläst das alles raus. Dann nehmen Sie eine Gabel und tun es ein bisschen einarbeiten in die Erde. Aber wenn ein paar Pflanzen noch auf dem Beet stehen, dann verfängt sich das Laub zwischen den Pflanzen und geht nirgendwo hin. Aber das ist wunderbar. Jetzt haben wir organisches Material. Das kann ich entweder jetzt oder im Frühjahr mit dem Gabel einarbeiten. Und der Boden profitiert davon. Organisches Material, es liefert nicht nur Nährstoffe. Es hilft dem Boden, mehr Wasser zwischen den Mineralteilen des Bodens zu speichern. Es hilft auch mit der Belüftung des Bodens, weil die Pflanzen brauchen auch Luft, nicht nur Wasser. Also Herbstlaub ist wirklich ein Wunderstoff. Schmeißen Sie es nicht weg. Bitte, 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 bitte. Verwerten Sie Ihr Herbstlaub und verbessern Sie Ihren Gartenböden. Machen Sie es zu Hause. Falls Sie Fragen haben zu den Themen, die wir hier behandeln, dann schreiben Sie bitte unten in den Kommentaren. Ich versuche wenigstens einmal die Woche reinzuschauen und alle Fragen zu beantworten. Also, das ist das eine. Und wenn Sie Vorschläge haben für weitere Filme, dann schreiben Sie bitte auch rein. Wir sind dankbar für jeden Vorschlag. Also wirklich, wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie rein. Wir versuchen, irgendwas darüber zu drehen. Weitere Filme über weitere tolle Themen finden Sie hier, ungefähr in diesem Bereich. Klicken Sie drauf. Also ich hoffe, dass wir werden Sie wieder bei einem Film nochmal sehen. Tschüss.
Ach, ist das schön, so ein Strauß.